Dann gucken wir mal nach dem Geist. Ist das jetzt immer dasselbe Zimmer? Nee, ist ein anderes. Gott, ey, ruckelt das. Lohnt sich wenigstens dran. Haben wir da eben auch so viel für bekommen? Viel für. So, schauen wir da oben weiter. Jetzt wird irgendwann mal die drei Zimmer fertig haben. Und den Flur natürlich auch noch. Das ganz weiße Zimmer. Ne? Wir wollen hier noch grau, wollte ich hier noch streichen. Ich mache schon relativ dunkles Schwarz hier, glaube ich. Dafür keine so große Wand. Ja, so auf die Art. So mach ich's mal. Dann wollen wir hier mal Licht machen, damit ich was sehe beim Arbeiten. Bitte. Oh, das ist jetzt einfach mal egal. Bett. Hier mal rein. So rum eher. Mein Hund träumt ganz böse und wild gerade. Knurrt und bellt hier rum. Ach, ich lieb das. Das habe ich noch eben noch hingebaut. Komisch aus. Oh, in Schwarz passt eigentlich noch ganz gut. Lass mal hier so hin.
Also wir brauchen sowieso noch so eins. Ich mach's mal hier in den Eingangsbereich. Einen Tisch mit 4 Stühlen. Sofa soll hier ja bestimmt auch rein. Ich mach's schwarz. Oder dunkelgrau zumindest. Oh Mann, ist das nervig manchmal. So, ich will hier noch eine Pflanze nachher neben dran stellen können. Bestimmt wieder 2 Couchtische, ja. Obwohl das Zimmer ein bisschen kleiner ist. Hier hin, so. Ja, Teppich muss hier auch rein. Oh Mann. Schränke, wie viele? 2. Einer geht auf jeden Fall ins Schlafzimmer. So viel ist sicher. Einer dann hier in die Nische vielleicht. Egal, brauchen wir hier wahrscheinlich auch wieder 4 Stück an der Zahl, um genau zu sein. Nicht ganz. Oh Gott. Ich würde eigentlich immer erst gerne die Deko machen, bevor ich das Bad mache. Ich gucke mal, ob ich die Badewanne nachher noch mal mitten im Bad unterbringen kann oder ob es dafür nicht reicht. Dafür muss ich aber erst mal gucken. Stelle ich über hier die Dusche hin. Lass mal gucken, wie ich den Rest einrichte. Regnet es wieder. Ja. Würde die auch da drunter stellen, aber ich habe dann ja nicht so viel von dem Platz, den ich mit den Schränken noch eigentlich brauche.
Eine Handzureichung. Handtücher. Ein Mülleimer. Seife. Becher. Klobürste. Haarspray, Spiegel, Creme. Ja. Ja. So. Und dann noch die Badewanne da rein. Und eine freistehende Badewanne ist halt einfach irgendwie cool, finde ich. Doch, ich war richtig sogar. Spiegel brauchen wir auch hier wieder. Eckenlampe haben wir schon. Davon brauchen wir mit Sicherheit auch wieder drei. Ich denke mal, die Zimmer sind alle ungefähr gleich von dem, was wir brauchen hier. Immer ungefähr die gleichen Bilder. Geht ihr nicht? Aber hier. Ein bisschen Deko, vielleicht irgendwas, was keine Bücher ist. Auch keine riesen Statuen. Gucken wir uns die Bilder an. Das habe ich genau dahingestellt, was vorher auch war. Hier sieht man eine schöne Tür. Wunderbar.
440 Dollar jeden Tag. Ich habe gehört, dass in dieser Stadt ein Superschurke sein Unwesen treibt. Ich kann nicht riskieren, meinen üblichen Unterschlupf zu benutzen und brauche eine Alternative, bis ich ihn zur Strecke gebracht habe. Alles, was ich brauche, ist eine Grundausrüstung, nichts, was mich ablenken könnte. Am besten, du stellst keine Fragen. Was will der? Party-Teddies. Das ist ein Perverso. Noch ein Fernseher mehr. Das ist kein Thema. Huch, ich will hier rein. Ist voll dumm zum Ferngucken, aber egal. Party-Teddy ist dann wahrscheinlich bei Party, oder wie? Ein Thema. Party-Teddies. Und die Lobby noch mal reinigen. Ein PC ist fürchterlich überfordert mit dem Spiel. Weil ich muss doch mal mit Einstellungen ein bisschen irgendwas runterdrehen. Kann ich gar nicht verstehen. So hochauflösend ist das Spiel überhaupt nicht. So hochauflösend vielleicht schon, aber ich weiß nicht. Wirkt nicht wie irgendwas, was überfordern kann. Great job getting rid of the mud. Diesmal ging's wenigstens. Der Surfer ist auch wieder da. Oh my God, thank you. I even got an autograph from him. Sieht noch nicht sehr dreckig aus, aber ich mach gerade so das Grobe hier weg. Ein Surfbrett. So ein eigenes Surfbrett. Noch zwei Stühle. Hä? Scheuert. Hallo, mach mal weg. Ich bin Staubsauger. Second Floor. Ein Zimmer ist es noch. Und der ganze Flur natürlich.
Welche Farben? Ach, hier blicken weit. Hä? Und jetzt zweimal blicken weit. Stand doch eben auch die ganze Zeit da. Mache ich ja dasselbe. So. Fast. Fast wäre schief gegangen. Achso, die hätte ich grau gemacht. Egal. Muss ja nicht alles grau sein. Oh, sollte man eh nicht zu viel drin haben. So. Hier ist kein Badezimmer mit dem schmalen Fensterchen da. So ein typisches Badezimmer-Ding in dem Spiel eigentlich. Aber ich werde hoffentlich ausnahmsweise schon mal wissen, was ich gemacht habe. Wäre praktischer, wenn sie mal direkt alles weiß wäre, dann wird man mal sehen, was man übersehen hat. Ich habe tatsächlich an die ganzen Fenster gedacht. Kann ich das jetzt eigentlich entfernen? Naja, aber Dreck machen, wenn ich drauf hau. Das hier rein. So. Minimalistische Möbel. Hilfe. Ein Bett auf jeden Fall. Wo sind die Möbel hier? Könnte man eigentlich auch hier reinstellen. Schönes, gemütliches kleines Schlafzimmerchen. Wo sind denn unsere Standard-Nachttischschränkchen? Hier rein. Hier reicht die Wand nirgends. So ein langes Teil. Zwei Tische. Nur ein Groß, okay.
Ein kleines Sofa. Und unser großes Standardsofa. Wenn ich es einmal finde. Wahrscheinlich schon drüber scrollt eben. Ja. Looks like somebody is having a party in one of our rooms and they're being far too loud. Several guests complained already. Wir haben extra scheiß Schalldämpfung gemacht, um Gottes Willen. Da ich dafür die Etage wechseln muss. Warte ich da noch kurz. Das ist eigentlich auch ganz cool. Fast, das hier ist das größte Zimmer. Gott, ey. Ein bisschen eng, ne? Aber hier kann ich mir hinstellen. Hilfe? So. Wann ist das scheiß Problem? Muss auf jeden Fall was in die Nische. Hier ist eh alles noch komplett kahl. Dass das an den Spinnweben irgendwie liegt, aber ich weiß nicht, wie ich die wegmachen kann. Das nervt ein bisschen. Hier muss ein großes Bild hin. Breit. Ich halte das auch mal da dran.
Dekos mache ich auch schon mal dahin. Dann sind wir da gleich fertig, wenn wir das Bad haben. Huch. Da müsste jetzt irgendwas Größeres hin. Da muss irgendwas rein und am besten irgendwas, was nicht so klein ist. Und auch kein Aquarium, nicht Terrarium. Genug Deko sein. Oh my God, thank you. I even got an autograph from him. Und Lampen haben wir scheinbar auch noch keinen hier, merke ich gerade. Ich dachte eigentlich, die hätte ich zuerst gemacht. Komm, ich hänge hier mal ein paar andere auf. Sind halt ein bisschen teurer, aber wir sind hier nicht mehr im Flur. Hier können wir uns ja mal was gönnen. So, hier haben wir dann auch noch nicht. Brauchen wir auch drei. So, hier steht ja dann schon einer. Ja. Und ja. Und hier, so. Es ist hier ein bisschen heller so nachts. Bei dem das möchte jedenfalls. Die finde ich auf jeden Fall immer noch sehr schön. Muss jetzt gucken, wo ich die Dusche hin mache. Könnte man auch hier hin machen. So. 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 Hilfe. Jetzt gehen einmal erst die Zahnbürste. Ach, liegt da drauf. Auch egal.
Handtücher. Und ein Mülleimer. So. Drei Sterne haben wir jetzt. Und wieder neue Möbel. Wir haben so ein geiles rundes Sofa. Für die Wahnsinnsetage oben drüber wahrscheinlich dann. Eigentlich wäre es besser gewesen, wir hätten den ersten Level ab, wenn wir den Flur hier auch noch gemacht hätten, weil der macht jetzt auch nicht sehr viel daher für ein Nobelhotel. Kümmern wir uns mal um den Lärm. Ach so, das sind schon die Nobelzimmer. Wir haben gar nichts mehr. Wir haben noch eine Spa-Section. Sehr cool. Gehen wir noch schnell an die Tür klopfen, bevor wir die Spa-Section eröffnen. Oder wir gehen langsam an die Tür klopfen. Gut. Jetzt muss ich aber erstmal eine Pause machen. Thanks, that's much better. Gut, die Etage will ich mir noch einmal angucken. Glückwunsch, du hast einen weiteren Teil der Aufzugtafel reparieren und eine weitere Etage freigeschaltet. Jetzt kann das Hotel weiter expandieren. Du kannst jetzt die Aufzugtaste verwenden, um zu der Etage zu gelangen und sie zu renovieren. Hab ich mir fast gedacht. Ui. Boah. Endlich, ich bin so aufgeregt, in den Dachpool zu springen. Jetzt habe ich es zu spät gesehen und nicht mehr gelesen. So. Krass, okay. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao.